Ah, es war auch, es war ein ganz okayer Run. Das hätte eine Bestzeit werden können. Ah, Bible Farm. Sondern auf den Chat. Wie meinst du das, Nico? Warum sollte ich schlafen gehen? Seriously, Emote? Wie findest du Timo? Ich finde, Timo könnte man löschen und ich fände es nicht schade. So finde ich Timo. Wollte so ein Are you fucking kidding me Emote? Wie dieses eine Meme hier, dieses eine Rage Face. What the fuck, dude? Come on. Becky Timo ist ein Champion in League of Legends, muss man nicht unbedingt kennen. Ja, genau der, Nico. Genau der. Nein, Timo ist nicht cool, Devolus. Timo ist das Gegenteil von cool. Mord, please ban Timo. Ich sehe keinen Timo. Nein, danke. Ich habe kein Interesse daran, längere Streams als 30 Stunden zu machen. Oder was war der letzte? Wie lang ging der 1000 Follower Special Stream? Das waren, glaube ich, 26 Stunden, oder? Der Xöne. Der Veni. Ja. Ja. Ja, der Veni ist da. Der Veni ist da. Da spielt man mal Metroid Fusion und auf einmal ist Veni da. Zufall? Ich denke nicht. Ja, der Veni. Ja, der Veni ist ja da. Der Veni. Der Riki. Zu früh gesprungen. Nice, Xone. Es ist ja kurz. Für mich passt's. Ich habe kein Interesse daran, längere Streams zu machen als das. Hey Jack. Labert hier im TS die ganze Zeit über dich.
Beziehungsweise schwärmt von dir. Ja, natürlich. Ja, der Divolus. Dann war das, was ich wahrscheinlich gesehen habe im PlayStation Store, das war wahrscheinlich das Gesamtpaket Bloodborne und der DLC für... so viel Geld. Butter, 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 oh, Butter, Butter, Butter. Das ist eine Referenz aus einem Lied, das ich nicht kenne. Oh, Butter, Butter, Butter. Sagt mir nämlich nichts. Ja, ich habe ja PlayStation Plus. Aber nicht mehr für so lange. Ich habe mir irgendwann mal eine 3 Monate PS Plus geholt. Was ich eigentlich... Was am Ende des Tages eigentlich eine Verschwendung war. Also um genau zu sein, sind es 3 Teddys, just saying. Gegenfrage, warum nicht? Ich mag Teddybären. Außer, und sie nehmen da keinen Platz weg. Vom irgendwelchen Game-Build oder so. Ja, du Fisch. Ja, mein Lieblings-Teddy wird von... Ich muss das irgendwie anders machen. Ich muss das Ganze irgendwie zur Seite schreiben. Zu schieben, meine ich. Echt, du musst jetzt den PC neu aufsetzen. Das klingt aber nicht so geil. Das war eine Rakete zu viel. Gib mir... Fuck, dann halt nicht. Warum? Wow, war das schlecht. Wow, 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 wow. Armer Veno. Ja, der arme Veno. Kann man nicht viel dagegen machen, ne? So eine richtig schöne oldschoolige Auflösung, ne, Vini? Spiel mal lieber Super Smash Bros. Melee. Schreib du mal lieber bessere Kommentare. Ja, was ist denn heute los? Yeah.
Lil! Ich verstehe immer noch. Ach so, ja, das war wahrscheinlich wegen dem Energietank, ne? Ja. Wegen dem Energietank gerade. 11 Sekunden verloren. Hast du eine Xbox One Vini oder nur einen Xbox One Controller? Ich hoffe nur den Controller. Bis du nicht mehr in den Chat schaust, rast dich komplett aus. Warte, was? Xbox One RIP. Komm zurück, XTX! Hast du dir was Leckeres zu essen geholt? Ja, guten Morgen, ne? Passt. Gut ist der Morgen. Der Herr Paul versteckt sich auch noch hier irgendwo. Ist das so? Herr Paul, mögen Sie sich bitte zu Wort melden. Lass mich. Ja, gut, dass du das geschrieben hast, Becky. Jetzt wissen wir's. Mann, fick dich doch. Saran sagt. Ach ja, übrigens für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, morgen ist übrigens kein Stream. Ich werde die vielleicht erst eingeschalten haben oder vorher nicht zugehört haben. Ich hasse diesen Raum. Damit ich es nochmal kurz erwähnt habe. Morgen no Streamerino. Wegen Besuch und wegen was anderem. Ja, genau. Toll.
Also beim Besuch, der Besuch ist nicht für mich. Der Besuch ist einfach da. Aber das Ding ist, der Besuch schläft da hinten auf der anderen Seite meines Greenscreens. Und wenn ich dann bis um morgens um 3 stream oder so, während der Besuch versucht zu schlafen, ist es dann halt vielleicht nicht so optimal. Ihr versteht, was ich meine. If you know what I'm saying, guys. If you know what I'm saying. Becky Sensei. Tag Katze. Tag Katze finde ich nicht schlecht. Habe ich aber gut getroffen da. Ich möchte resetten. Hey, Gil. Kackkampf. So viele Fehler. 15 Sekunden verloren. Meh. Bad. Super bad. Hallo. Schlecht geträumt. Hallo, was mache ich hier gerade? Alter. In der einen Szene kam sogar Xone vor. Habe ich was Gutes gemacht? War ich awesome, so wie immer? Verständlich, das ist ein schlechter Traum. Wow. Kann man jemand diesen Star Cruncher bannen? Der redet hier schlecht über mich im Chat. Ich finde das nicht okay. Mein Image wird hier versaut, verdreht, verwirbelt. Von jemandem, der einfach Lügen erzählt. Das finde ich nicht okay. Cappuccino. Euch ist schon klar, dass das ein Witz war, oder? Leute, wie war das mit den Fake-Timeouts im Mod-Chat? Du wolltest mir Kinder-Pinguin verkaufen. Mal wieder? Bitte? Ah, Leute, wie war das denn jetzt? Oh. So viel zu keine Fake-Timeouts, ha? Hat gut geklappt.
Jan, bist du komplett getimeoutet oder war es nur ein Purge? The fuck? Versteht eigentlich niemand meinen Humor hier, außer ich? Aber dass ich da stehe und ihr Kinder Pinguin verkaufe, kann man ja natürlich auch missinterpretieren, ne? Shit. Da könnte man Sachen rein interpretieren. Wieso gehe ich hier lang? Fuck! Kommst du und verkaufst mir Kinderpinguin? Warum mache ich sowas? Das hört sich irgendwie falsch an. Kaufst du denn welche? Oder sagst du nein? Und hey, Z, danke für den Host. Willst du mir damit unterschwellig andeuten, dass du das gerade nicht weißt, Becky? Es gibt ja Leute, die Kinderpinguin nicht so mögen. True story. Was? Kein Goldsplit? Ich hätte erwartet, dass das ein Goldsplit ist. Es soll ja Leute geben, die gewisse Dinge nicht mögen. Es soll ja solche crazy Leute geben, die keine Schokolade an sich mögen. Oder Leute, die keine Pommes mögen. Crazy Leute gibt's. Blindfolded segmented. Nice. Und Goldsplit. Ja, aber wenn ich sage... Ich glaube, die hier sammelt man normalerweise auch nicht ein, aber ich nehme die jetzt mal mit. Ein paar Sekunden. Glott! Spalito! Glob-Bag? Glob-Bag finde ich auch nicht schlecht. Der Glob-Bag. Becky total am Ausrasten.
Ja, der Globbag. Der Globbag. Nein, ich habe zu viel losgelassen. Geh doch da. Ich will mich gut unterhalten. Ja, aber nicht von mir, sondern vom Chat. Nice, guter Sprung, Sohne. Ja, Leute, also langsam müsst ihr anfangen, ein bisschen zu teilen, weil irgendwann gehen die Ecken in diesem Stream aus. Crystal ist schon in der einen Ecke, Saphira ist in der anderen Ecke, Nico ist jetzt noch mal in der Ecke. Also langsam gehen uns die Ecken hier aus, Leute. Es sei denn, wir sitzen einfach in einem Kreis, weil dann haben wir unendlich viele Ecken. Damn Mathe-Jokes. Die Mathe-Jokes sind real. So geht das nicht. Schön. Ach, Lysop hat auch schon eine Ecke für sich beansprucht. Okay. Zone flach. Zone flach. Das Zone Remove Item oder Emote gibt's nicht, weil ich das scheiße finde. Das ist. Ist einfach kein gutes Emote. Weil es einfach kein gutes Emote ist. Spät gesprungen. Mein Hut, der hat drei Ecken. Pentagon? Was ist mit Pentagon? Au. Fuck. Rip. Oh, come on! Wirklich wieder wegen einer Rakete? Natürlich wieder wegen einer Rakete. Wegen einer beschissenen Rakete. So lame. Ich habe keine Raketen mehr. Also ich finde meine Idee mit dem Kreis und den unendlichen Ecken viel besser. Wir haben einfach N-Ecken. N-Ecken. Betonung, RIP. Ja, aber wenn wir ein Labyrinth machen, dann finden sich doch die Leute nie. Dann sind einfach alle im Labyrinth verirrt und vielleicht treffen sie sich mal ganz zufällig. Wo ist denn da die Community? RIP. RIP Community.
Doch, ein Kreis hat doch unendlich viele Ecken. Darum ist es ein Kreis. Wenn jeder eine Kante hat... eine Karte hat... Wenn jeder eine Kante hat, das ist auch nicht schlecht. Was ist, wenn jeder eine Kante hat? Dann... das ist schlecht. Okay, kriege ich noch ein paar Goldsplits? Ich will nach diesem Run hier ein Sum of Best von unter 1,20 haben. Da brauche ich 9 Sekunden Glott. T-Shirt-Design. Muss ich da wirklich drauf drücken? Okay, alle sind schon am Fail-Fischen. Das heißt, ich schaue gar nicht erst rein. Sicher der Ultra-Top-Kick. Fangen in den 30ern. Ich verstehe den Witz gerade nicht mehr. Aber hey, es ist was Selbstgemachtes. Okay, das kann ich, das kann ich schätzen. Es ist zumindest selbst gemacht. So wirkt es zumindest. Also sehr viele Photoshop-Skills. Habe ich nicht 30er gesagt? Das habe ich gesagt. Nein! Fuck you. Okay, ich trotzdem nicht. So eine confirmed dumm as fuck. Okay, so wollte ich das eigentlich gar nicht. Wow, das Troll. Becky weiß wieder Dinge. Keine Ahnung, ich habe nie einen Führerschein gebraucht. Fuck you. Ja, dann halt nicht, bitte, bitte, bitte. Alter. Diese dummen Drecksviecher, jedes Mal. Stadtkinder.
Also eigentlich bin ich ja alles andere als ein Stadtkind. Also jetzt gerade lebe ich an einem Ort, wo ich keins brauche. Und am letzten Ort, wo ich gewohnt habe, hätte ich eigentlich eins gebraucht. Oder nein, die letzten zwei. Die letzten zwei, wo wir gewohnt haben. Es war eigentlich mitten im Nirgendwo, mitten auf dem Berg. Da wäre es eigentlich nicht so schlecht gewesen. Ups. Ja, richtig. Jan hat es aber auch gut zusammengefasst. Ich gehe nie raus. Ich meine, whatever. Obwohl, ich habe gestern die Post geholt. Ich war draußen. Ich sag's nicht weiter. Cool. Sehr schön. Für den Truck Simulator brauchen wir jetzt wirklich keinen Führerschein. Du meinst dieses boring ass Game? European Truck und American Truck Simulator. Worauf die Deutschen irgendwie alle stehen. Funk und Elektrinchen und Stay. Stehen da alle irgendwie drauf. Ach, come on. Ja, natürlich. Der Holzfäller-Simulator hört sich geil an. Muss ich, glaube ich, spielen. Könnte definitiv Game of the Year werden, glaube ich. No doubt. Wow. 9 Sekunden verloren. Okay. Die einzigen Simulationsspiele, die ganz cool sind, sind SimCity, ähnliche Games. Hab ich gehört. Simulatoren sind geil. Nein! Becky sagt nein! Oder es hagelt Timeouts. Wow, wirklich. Zu früh, die Rakete! Cat Simulator? Cool. Ja, klingt auf jeden Fall nach einem guten Game, dieser Cat Simulator. Muss definitiv ein gutes Spiel sein. So eine Simulator ist aber Grill. Verstehe ich nicht. Ah, so schlecht. Emergency Inspector 3.
Go, Chat. Die einzigen... Hat einer von euch auf dem Handy mal die Kairosoft Games gezockt? Mega Mall Story, Game Dev Story. Wie heißt das andere? Ich hab den Namen vergessen. RPG. Nein, Dungeon Village. No. Dungeon Village. Geile Games. Genia! Damn! Hey, wie geht's? Alles cool? Ich hoffe, alles bestens bei dir. Gerade zum besten Zeitpunkt. Leute, ich glaube, der Delay bei euch ist ziemlich hoch. Das mit dem Emergency in Franker Sea ging jetzt ziemlich lange. Da bin ich schon ein bisschen enttäuscht, Freunde. Nein. So bin ich so kacke geworden. I suck at video games. Ja, ich raste aus. Dann noch woanders getippt. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Der Delay scheint gerade ein bisschen hoch zu sein, kommt mir vor. The run is so good. Ich sterbe hier noch. Die Road zu 1000 ging durchaus schnell. Naja. Was soll man machen, wenn man gefollowbotet wird, ne? Nicht so viel, was man machen kann. Ja, ich hab's schon gesehen. Ich weiß nicht, ich finde Limit Break hat generell nicht so viele interessante Games dieses Jahr. Finde ich. Wow, hab ich hier viel Zeit verloren. Ich glaube, es hat genau drei Spiele bei Limit Break, die mich interessieren. Was zum Geier mache ich hier gerade? Und ich habe immer noch 2 Sekunden gewonnen. What? What? Ich hätte hier mindestens 30 Sekunden verlieren müssen. So schlecht war das gerade alles. Da sieht man, wie kacke mein PB doch ist. Ich raste aus. Ich raste aus! Obwohl, mir fallen gerade nur 2 interessante Games ein. Naja, ich bin natürlich generell nicht so der RPG-Spieler, von daher. Dieses Game. Die meisten der Games da habe ich einfach noch nie gezockt. Ich glaube, von all den Games, die da gespeedrunnt werden, habe ich glaube ich 2 gespielt oder so. Obwohl, doch. Der Fallout 4 Run von Bro Sancho wird sich auch ganz lustig. Okay, dann sind wir bei 3. Echt, welche 4 Games sind das denn? Ich hab die Liste gerade nicht mehr. Kommt nicht auch ein Lufia 2 Run? Das sollte ich mal spielen. Ich glaube, Lufia 2 würde mir ziemlich gut gefallen.
Ach ja, stimmt, Soul Blazer kommt, genau, ich erinnere mich. Ja, Soul Blazer. Ach ja, genau, Zeigen den Dead zu 3. Du hast ja mal ein ewig langes Tutorial zugemacht, ne? Irgendwie so ein 6-Stunden-Review, nicht Review, Tutorial, oder sogar noch länger, ich hab keine Ahnung. Ich vermisse den Dragon Quest 8 Speedrun. Den würde ich gerne sehen. Den Dragon Quest 8 Speedrun. Das wäre nicht so schlecht. Da hätte ich aber absolut keinen Bock, das Commentary für zu machen. Obwohl es eines meiner absoluten Lieblingsgames ist. So 13 Stunden Commentary? Boah, nee. Davon abgesehen, dass ich eigentlich keine Ahnung zum Spiel habe oder zum Speedrun. Und das Spiel selber auch schon, keine Ahnung, das letzte Mal gespielt vor mehreren Jahren. Die Hälfte wieder vergessen. Stunden Metal Slime Run. Oh ja. Yeah. Shit. Ja, okay, aber wenn nur 3 Stunden von diesen 13 Stunden Grinding sind, dann sind doch 10 Stunden eigentlich cooler Speedrun. Läuft. Echt, Becky? Nice. Ich hab trotzdem... Boah, das ist so lang, Alter. Oh Gott. Echt? 13 Stunden. Ich habe mich schon absichtlich nicht beim Final Fantasy 6 Commentary eingetragen, weil so 6 Stunden oder wie lange geht der Run? Irgendwie 5,5 Stunden Commentary machen, ohne Plan vom Speedrun zu haben, ist halt ein bisschen heftig so. Ich bin der Kerl, ich mache Commentary von Games so 2-3 Stunden maximal, alles darüber. Alles darüber nur, wenn ich das Game sehr, 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 sehr gut kenne. Wie Chrono Trigger. Drei Stunden grinden, 4 Stunden Cutscenes, 2 Stunden rumlaufen. Seems legit. Seems legit. Stimmt, die Cutscenes kann man ja nicht überspringen. Tja, da sieht man mal, was für ein saugeiles Game Dragon Quest 8 ist. Es ist so gut gemacht, dass die Speedrunner 13 Stunden für brauchen. Naja, es ist halt ein Unterschied, den Speedrun einfach nur zu schauen oder dabei nebenher noch Commentary zu machen für einen Restream. Ich glaube, beim Final Fantasy Run setze ich mich einfach lieber gemütlich hin mit so einer fetten Schale Popcorn und genieße in Ruhe das Commentary von Poexel und Essentia, anstatt da selber irgendwie versuchen, so die Hälfte zu übersetzen und selber was zu erzählen, so, ne. Okay. Go, let's go. Nein! Yep. Mann, ich bin so schlecht. Also gestern war ich definitiv besser als heute gerade. Ja,
warum gibt's keinen Chrono Trigger, Mann? Das ist doch kacke. Wieso kommt dies denn? Wieso kommt denn dieses blöde Chrono Cross, das ich noch nie gespielt habe? Das 7 Stunden geht. Warum nicht ein normaler Chrono Trigger Run? Bitte. Echt, Ari, du magst Chrono Trigger? Sehr gut. Ich finde dich immer sympathischer. Ari wird mir pro Tag irgendwie immer sympathischer. Ja, natürlich. Natürlich. Wieso versaue ich hier gerade jeden kleinen Trick? Das ist doch zum Kotzen. Wäre es nicht theoretisch worth it, die Missiles da zu holen? Ich weiß nicht, möglicherweise. I don't know. Musik bei dem Frog. Themen. Themes. Oh ja. Ach ja, wo wir schon von Chrono Trigger reden. Meine Liste an Speedruns, die ich zur Hälfte kann, ist mittlerweile bei 3. Das wollte ich vorhin schon mal irgendwann sagen. Aber ich wurde irgendwie unterbrochen wegen irgendjemandem im Chat, weil ich irgendwas anderes sagen musste. Es gibt mittlerweile 3 Speedruns, die ich zur Hälfte kann. Chrono Trigger gehört auch dazu. Obwohl, bei Chrono Trigger ist es wahrscheinlich eher das erste Drittel. Bis in die Zukunft. Ein bisschen in der Zukunft. Welche 3? Chrono Trigger, Ninja Gaiden für den Super Nintendo, für das NES. Und Metroid Zero Mission. Da habe ich alle schon mal ein bisschen rumprobiert und rumexperimentiert. Und in den meisten davon kann ich schon ganz gut was. Ich will den Chrono Trigger Run noch irgendwann mal lernen, weil er ist ziemlich episch. Chrono Trigger hat so viele coole Tricks. Der Ninja Gaiden Run ist richtig, ist schön kurz. Aber das Tutorial, was ich schaue von Sinister, geht irgendwie, keine Ahnung, 2 Stunden für einen Speedrun, der 20 Minuten dauert. Wieso habe ich das gerade gemacht? Und Metroid Zero Mission hat leider keinen Guide oder Tutorial oder ähnliches. Aber das Spiel ist nicht sonderlich schwer. Ja, am Anfang ist man noch motiviert, ne? Warum ist der nicht draufgegangen? Ich hab mich nicht für die Speedrun Challenge angemeldet, weil ich habe die letzte ja schon gemacht. Aber mir ist eingefallen, ich brauche kein spezielles Event von der Challenge, um den Speedrun zu lernen. Ich meine, ich kann ja schon 3 zur Hälfte. RNG, please. Danke. Okay. Konzentration jetzt. Okay. Nein! Wow! Komm schon! Oh, shit! Yeah. Nice! Okay.
Shit! Spinne! Zu früh geschossen. Zu früh. Das war eine Double Missile. Goldsplit! Aber kein guter Goldsplit. Nur 0,8 Sekunden. Das ist aber nicht so geil. Das hätte besser sein können. Freunde, das hätte... aber ja. Ich brauche eigentlich kein spezielles Event, um einen neuen Speedrun zu lernen. Das kann ich auch einfach so machen, eigentlich, theoretisch. Ich bin nur... keine Ahnung. Die Motivation, Freunde. Die Motivation. Wo ist sie, wenn man sie braucht? Hallo? So. Oh, das war schlecht. Gute Nacht, Ari. Danke fürs Zuschauen. Au. Wären wir wieder beim Resident Evil Speedrun? Ich bin ja nicht zu faul, neue Speedruns zu finden, sondern sie tatsächlich fertig zu lernen. Weil die Liste an Games, die ich tatsächlich... Die Liste an Games, die ich Speedrun will, ist ziemlich lang. Nur die Motivation zu finden, den Shit auch zu lernen, das ist das Problem. Kennst du das Problem, Jenny? Oder bin ich der Einzige? Eine ganze Liste an Games, die ich gerne speedrunnen will. Aber den Aufwand, den man tatsächlich braucht, um einen neuen Speedrun zu lernen, ist so groß. Es ist fast wie eine Klausur in der Uni oder so zu lernen, teilweise. Kommt natürlich auf den Speedrun drauf an. Teilweise muss man dann schon echt viel Zeit investieren. Ich glaube, ich habe 4 Stunden am Stück. Das war schlecht. Ich habe 4 Stunden gebraucht, um den Borderlands 2 Speedrun zu lernen. Und das mit, also zusammengefasst. 4 Stunden, um einen Speedrun zu lernen. Das war dumm von mir. Man hat immer die. Man denkt sich immer so visuell, oh, es wäre schon cool, wenn man. Wenn ich Spiel XY runnen könnte und ganz okay drin wäre. Und dann setzt man sich hin und sucht erstmal, ob es Guides oder Tutorials oder irgendwas gibt, damit man nicht total verloren ist. Und die gibt es schon mal erstmal nicht. Und dann geht die Motivation erstmal in den Keller, so ein bisschen, weil man keine Ahnung hat. Weil es keine Ressourcen gibt, um... Was mache ich hier gerade? Trottel... Da sind die 100% da wieder durchgedrungen bei mir. Habe ich gerade 5 Sekunden oder so verloren, weil die 100% in mir wieder durchgedrungen sind. Oh, okay. Ja, weil zweimal durchspielen und dann campt man es, weil das so einfach ist. Also, okay, bei Resident Evil vielleicht. Aber wie lame ist dann der Speedrun, bitte? Run alleine schon 9 Stunden. Alter. Und ich muss mal eine Aussage von mir revidieren. Ich hätte schon Bock, lange Speedruns zu machen. Aber den Aufwand, den es braucht, um so einen langen Speedrun zu lernen, werde ich... Boah, Alter, nee. Ich hätte eigentlich schon Bock auf so 6 Stunden Speedruns, so richtig lange. Speedruns habe ich eigentlich schon Bock. Aber den Aufwand, so richtig lange Games zu lernen, Alter, da wird mir... Alter, das ist so ein halbes Projekt, Mann.
Wenn ich bei Caleb immer sehe, wenn er Final Fantasy 7 Speedrun, so ein 8-Stunden Speedrun, fände ich schon cool. Aber, boah, was man alles wissen muss für einen 8-Stunden Speedrun. Okay, könnte ich mal jetzt kurz nicht schlecht sein. Das fände ich jetzt toll. Weil hier ist es gerade wichtig. Ja, okay. Digga! Oh Gott, jetzt kommen wir mit Digga. Ich habe das richtige Hobby, ich habe nur keinen... Speedruns sind geil. Und Zeiten zu verbessern ist episch. Ich habe nur keine Motivation, neue Runs zu lernen. Vor allem, wenn es keine Guides oder Tutorials gibt, wenn man sich alle selber zusammenreimen muss, das finde ich kacke. Wenn es im Speedrun diesen einen Trick gibt, den man nicht versteht, man sieht dazu, was passiert, aber versteht nicht, was da passiert. Und dann versucht man erstmal eine halbe Stunde irgendwas aus. Darum finde ich, die Welt braucht mehr Tutorials und Guides und sowas, wo alles schön erklärt wird. Hier, dieser frame-perfekte Trick, da funktioniert folgendes. Du gehst hier und hier und dann machst du das und das. Und das ist das Line-Up, das ist das Setup, so, zack, boom. Jetzt kannst du das ausprobieren gehen. Try it, bro. Das ist ein süßer Vergleich von Phoenix. Der einfach total unpassend ist, aber... Netter Versuch, Bro. Oh, das war ganz knapp. Das Timing. Hey, Escapado. Hey, Alina. Und Jenya, was ist der nächste Run, den du lernst? Ich wette, bei dir hat es geholfen, dass das Magus den Run auch gelernt hat, oder? Ihr habt jetzt hier so ein Casual Co-op Playthrough gemacht. Das hilft natürlich ein bisschen bei der Motivation, ne? Wow, I'm so bad at this video game. Wow. So schlecht. Was kennst du das? Kennst du das, dass einer drauf gekommen ist, Metroid Fusion Speedruns zu machen und hat das erfunden? Hat sich einfach hingesetzt und das gelernt. Ja, das ist so. Deine Analogie macht trotzdem immer noch so keinen Sinn. Thank you.
Der lebt noch? What? Wow. Wieso bin ich so schlecht gerade? What the hell? Ich weiß nicht, ist das Bedürfnis, einen neuen Speedrun zu lernen, nicht am größten, wenn man gerade einen fertig gelernt hat? Dieses Gefühl, endlich mal was einen neuen Run gelernt zu haben, dann hat man so Motivation für den nächsten Run. Ich habe gehört, Final Fantasy VI soll ein ganz cooles Spiel sein, Jenny. Ich habe Caleb auch letztes Mal zugeschaut, als er einen Final Fantasy VI Run gemacht hat. Und da Final Fantasy eins meiner Lieblingsspiele ist. Also nein, aber eins meiner liebsten Super Nintendo Spiele. Auch mit dem Gedanken gespielt. Whatever. Bis ich an dem Punkt war, bis er ganz am Ende des Runs war und gesagt hat, ja, hier übrigens bei Kefka, wenn das RNG nicht auf deiner Seite ist, ist der Run tot. Bei so einem 4-Stunden-Run plus 4 bis 6 Stunden-Run, wenn der letzte Gegner, wenn der deinen Run noch killen kann, einfach mit Bad RNG, da habe ich mir gedacht, nope. Wieso ist dieser Run so kacke? Wo habe ich gerade 40 Sekunden verloren? What the fuck, mate? Oh, ich weiß warum. Oh, mein 100% Runner in mir. Ja. Ich habe 2 Items gesammelt, die ich gar nicht hätte einsammeln sollen. Deswegen habe ich 40 Sekunden verloren. Nice, Xone. Nice. Ich schwör's, es ist echt nicht so einfach, ein Spiel zu runnen oder 1% und 100% vom selben Spiel zu runnen, weil dann kommt man immer durcheinander. In 100% vergisst man dann Items, weil man sich an die 1%-Route gewöhnt ist und irgendwo anders hingeht. Und in 1% nimmt man dann Items mit, die man gar nicht braucht. Ja, das, also nach einem 4 bis 6 Stunden Run ist das ein bisschen heftig. Wenigstens hat das geklappt. Das hatte Style, das hatte Swag. Schwag! Ich soll eigentlich zu ESA? Jenny? ESA-Hype? Fragezeichen? Wahrscheinlich nicht, oder? Schätze ich jetzt einfach mal. Gute Rakete. Nee. Wow. Motivation. Dieses Nee klang so, als würdest du generell nie in deinem Leben auf den ESA gehen würden wollen. Ha
Okay, Pro-Tipp. Wenn ich Metroid Fusion spiele, schreib keine Wall of Texts. Weil Metroid Fusion ist einer dieser Speedruns, da kann man größere Texte schlecht lesen. Ich muss einfach Schritt für Schritt dann lesen. Ach, so einfach ist das nicht bei mir. Die Faulheit in mir ist sehr stark, musst du wissen. Die Faulheit in mir ist stärker als die Motivation. Obwohl die Motivation da ist. Leg. Ja, mit ein bisschen Glück wird's trotzdem ein PB. Sollte es eigentlich. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass das hier ein PB wird. Das Problem ist, ich habe früher schon manchmal Speedruns während des Streams gelernt und ich habe gemerkt, dass das nicht so spannend ist. Weil eigentlich schauen die Leute dann nur mir zu, wie ich irgendwelche Scheiße ausprobiere. Und mich dann aufrege, weil ich Tricks nicht verstehe, weil ich genau alles mache, wie es so steht, wie es irgendwie gemacht wird, aber ich krieg's nicht hin. Dann seht ihr mich eine halbe Stunde lang rumragen bei einem Trick, weil ich ihn nicht hinkriege. Und dann werde ich mad und salty. Darum lerne ich Speedruns generell nicht während des Streams. Es sei denn, es ist irgendein RPG oder ein Pokémon, weil da basiert einfach alles auf Zufall und Wissen. Da musst du irgendwelche pixelperfekten Tricks nicht können. Hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie der Guide ist. Gute Nacht, Becky. Becko. Gute Nacht, Becko. Ja, die Becko. Aber jetzt irgendwie bei einem Mirror's Edge oder bei einem Dishonored oder sowas, wo du mit irgendwelchen Glitches zu tun hast, bei denen du irgendwie durch Wände klippst oder so ein Käse. Da bin ich dann, vor allem wenn die Tricks dann schwer sind, das hasse ich dann. Dann bin ich der Kerl, der sich im Stream aufregt, weil ich es nicht hinkriege. Oh, perfekte Eyeball. Dude, kannst du... Gott, ich hasse ihn. Was? Kannst du nicht anders stehen, Dude? Warum muss er auch so laut sein und rumschreien? Das macht er immer. Der Riddler hat irgendwelche Aggressionsprobleme oder so. Hey, aber ein Goldsplit. Echt, wirklich. Echt, das ist wow. Seht ihr mein Sum of Best? Mein Sum of Best ist genau 1,20. Lame. So ist es genau 1,20. Ich wollte. Das Ziel war doch unter 1,20. Well, that sucks.
Wir werden da sein und dir zuschauen. Ach, wirklich? Ja, ein paar von euch vielleicht. Ja, heute will mich alles trollen. Pokémon werde ich getrollt. Von allen. Das Spiel trollt mich jetzt gerade auch noch. Lame. Wieso habe ich mich gerade in einen Ball verwandelt? Das ist unnötig. Da freest mein Laptop wieder. Das ist aber nicht so geil, Devolus. Was mache ich hier? Das. Ah, der Brain. Fuck, dude. Ich sollte. Ich schwör's. Ich kann nicht 100% und any percent gleichzeitig runnen. Ich muss mich auf eins fokussieren. Und wenn ich mit einem fertig bin, dann mache ich das andere. Nicht gleichzeitig. Ich habe jetzt in diesem Run, glaube ich, 3-4 Mal irgendwas gemacht, was man nicht machen muss. Der Brain Lag ist einfach... So, versuchen wir diesmal beim SAX vielleicht nicht zu sterben. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. Wäre wahrscheinlich hilfreich, nicht zu sterben jetzt. Wenn ich jetzt wieder beim SAX sterbe wie gestern, dann raste ich aus. Komplett. Naja, solange dieser Run ganz am Ende eine In-Game-Time von 54 ist, kann ich submitten. 54 ist zwar mein PB, aber ich habe den nie submitted. Ich hab nicht mal ein Highlight davon, weil das so lange her ist. Das heißt, wenn ganz am Ende eine 54 steht bei Ingame Time, dann kann ich es hochladen. Auch wenn dieser Run suckt, aber so richtig. Eine 53 fände ich besser. Ja, mit ein bisschen Glück ist es vielleicht auch eine. Wenn wir jetzt nicht kacke sind. Okay, let's go. Let's go. Nicht scheiße sein. Und am besten noch ein Goldsplit rausholen. Auch wenn es nur eine Sekunde ist. Hashtag the dream. Nice. Nicht. Das Leerzeichen war unnötig, Devolus. Okay, ich merke schon, hast du es selber gesehen. So, eine Sub 1,20, when? Nein. Any percent ist dieser Fight legit nicht ganz einfach. Okay, cool.
1, 2, 3, 4, 5 und 6. Kein Goldsplit bei Buffam! Ich glaube, am Ende kann ich noch einen Goldsplit rausholen. Hier, von jetzt bis zum Ende gibt's noch zwei Tricks oder so, die nicht ganz einfach sind. Da könnte ich ein bisschen Zeit rausholen. Nein, nur zwei. Zwei schwere Tricks am Ende noch, bei denen man jeweils ein, zwei Sekunden rausholen könnte. Der Goldsplit, Leute. Hashtag Goldsplit the Dream. Sehr schön. Am besten mache ich einfach alle drei, dann ist es garantiert ein Goldsplit. Oder ich mache diese dumme Scheiße. Oder okay, Low Height, come on. Yay, das ist ein Pixel zu hoch, oder? Ach man, das war ein Pixel zu hoch. Ja, es ist ein pixelperfekter Trick. Und Martin, danke für den Post. Hast du gerade gestreamt, Martin? Ich habe gerade so das Gefühl, das wird gar kein PB werden. Ich habe 43 Sekunden Zeit. Das wird aber super knapp. Okay, Quick Kill, let's go. Oder, ja, trifft mich an. Okay, RIP, Quick Kill. Mahano. Das ist nicht mal ein Split. Das wird ein ganz, ganz knapper Split-PB vielleicht. 2 Sekunden Split-PB, wow. Das heißt, das wird wahrscheinlich eine... Ja, das ist wahrscheinlich eine 54. Solange es eine 54 ist, ist alles okay. Solange es eine 54 am Ende ist, ist alles okay. Ich hätte zwar was Besseres, auf was Besseres gehofft. Und trotzdem, was war. All diese Fehler in diesem Run ist unfassbar. Und willkommen zurück, Saphira. Was ist das für ein Video? Ja, was du hier sagst, brauche ich nicht. Ach. Das ist aber ein altes Video, Martin. Nee, warte, dritter, zweiter. Oh nein, das ist doch kein altes Video, sieht mir so aus. Hast du deinen Testboard endlich zum Laufen gebracht? Pokémon Rot, any percent save corruption on Game Boy Player. Save corruption, wie lame bist du denn? Okay, Martin, was ist dein erstes richtiges Projekt auf dem Testboard? Keine Meme-Cut, keine Meme-Runs. Kein Rot Any Percent Safe Corruption. Ja, jetzt erstmal kurz die Credits abwarten und was Leckeres trinken. Ein bisschen Fanta Mango trinken. Ist es wenigstens eine 0-0er-Zeit? Also wenn es kein 0-0 ist, dann bin ich ja enttäuscht von deinem Testbot. Dann hast du als Programmierer vom Testbot versagt. Warum ist es überhaupt auf Deutsch? Bitte.
Oder hast du ein Original, hast du Original Pokémon Rot bei dir rumliegen, echt? Ich finde deine wackelige Kamera auch so gut. Nur deutsche Games. Ich wette. Ach so, nein, das ergibt ja gar keinen Sinn. RIP. Spielzeit 001. Wow, Martin. Du suckst. Du bist ein schlechter Tässer. Wow, RIP. RIP. Einfach nur RIP. Okay, und ist es eine 54? Mit ein bisschen. Mit sehr viel Glück ist es vielleicht eine 53. Mit sehr viel Pech ist es eine 55. Einfach keine 55, das wäre schlecht. Das fände ich echt ungeil, wenn das eine 55 wäre. Okay. Hey, ich kann den Run submitten, yay! Auf speedrun.com wäre das jetzt offiziell ein PB. Aber das ist kein richtiger PB. Ich habe meine 0,54er Zeit von letztes Jahr irgendwann nur nie submitted, weil, keine Ahnung, ich habe kein Highlight davon gemacht und mittlerweile ist das Video gelöscht. Und keine Ahnung. Aber hey, jetzt habe ich einen Run, den ich auf speedrun.com submitten kann. Und ich